Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind letztens ja wieder am Struggeln gewesen, wir kommen nicht hier rüber. Und ja, es ist zu, ich zeige es euch mal kurz und vielleicht fällt es euch auf. Ja, ich verwende wieder OBS Studio und sollte nicht mehr abstürzen, sollte nichts mehr Probleme machen, das OBS Studio. Weil ich da ein paar Sachen gefunden habe, Einstellungen, die es wahrscheinlich einfach ja, nicht vertragen hat, wo ich ausgemacht habe, typisch Windows 11 mit ihren Sicherheitsvorschriften und so Sachen. Und ja, Twitch Studio, da habe ich gleich spät, aber das ist eben das OBS und das Twitch Studio ist zum einen ja auch blöd, weil ich da auch immer umstellen muss. Ich zeige das euch kurz, dann kann ich gleich den Guide auch nochmals aufmachen. Das ist der falsche, der da, genau, so. Also, hier bei Twitch Studio hatte ich einfach das Problem, dass Last Epoch immer ausgewählt werden musste oben und die anderen auf gesamter Bildschirm- oder Vollbildanwendung liefen, musste ich immer umstellen. Das ist leider bei Twitch Studio nicht so gut und auch das Noise Gate, also da habt ihr immer die Klicks gehört von meiner Maus, ein bisschen im Hintergrund. Und das ist jetzt weg hoffentlich, also ich hoffe, ihr hört es nicht mehr. Ich habe es eigentlich normal eingestellt, ich habe es einfach geöffnet und es ging eigentlich schon ohne die Mausklicks. Jo, jetzt muss ich noch kurz schauen. Jetzt ist einfach ein Blackscreen. Die Aufnahmedauer, ja, und so Sachen. Gut, also, wir müssen hier weiter. Gut. Also, wir sind mit diesem Bild, der eigentlich schon ziemlich OP ist für diesen Kampagnenstand, können aber noch nicht dort rüber zu den Monolithen. Zu den Echos. Und da weiß ich jetzt nicht, ist es ein Bug oder brauchen wir 55 oder so? Keine Ahnung. Und ja, ich mache jetzt einfach mal mit euch weiter. Und wenn das wieder nicht geht, tue ich einfach mal alles in den App-Datas-Zeugs da löschen. Weil ich habe nur das Spiel neu installiert. Das heißt, diese Einstellungen und so sind immer noch drinnen. Vielleicht ist es einfach deswegen nicht gegangen, aber ich habe nicht so viel Zeit jetzt da nochmals neu zu installieren. Ich bin jetzt auch wieder sehr spät am Abend am Ding. Ich war einfach gestern recht, ja, genervt. Einfach nicht nur wegen Last Epoch, aber Last Epoch hat mir einfach auch ein bisschen gezeigt, es ist doch ein bisschen nerviger am Abend noch dazu zu spielen, oder? Andere Spiele gehen eigentlich ein bisschen. Was macht die eigentlich da? Die gehen einfach raus. So diese, ja, ich will sterben, Skelette. Suizid-Skelette, genau. Ja, ja, klar. So, und die Kampagne wird eigentlich ja, relativ einfach weitergehen wie hier im Akt 7. Okay, Akt 7 war schon ein bisschen schwieriger. Der Bild ist einfach jetzt momentan noch ein bisschen squishy. Ich bin ja einmal gestorben, weil ich irgendwie geone-shotted wurde von einem Avalanche-Boulder, von einem Stein, also von einem, wie sagen wir, dem Felsblocken, der von oben runterkommt. Das ist so eine Attacke, die schon immer extremst OP war, nur einfach fürs selber Spielen viel zu langsam ist. Und die Bosse, die haben das natürlich in Millisekunden schon ready und können das wirklich runterhaben. Jetzt auf die Ome. Jo, finde ich ein bisschen unfair, weil die haben dann natürlich noch extra viel Schaden drauf. Manche. Ja, sehr schön. Sehr gut balanciert. Aber gut, ihr merkt es ja, das ist noch in der Beta. Ihr merkt es. Das Spiel ist einfach so völlig noch in der Beta. Nach 3 Jahren immer noch in der Beta. Ja, man kann nicht so extrem glücklich sein über das Spiel. Aber das macht nichts, das Spiel macht dafür extrem viel Spaß. Und auf so Sachen müsst ihr eigentlich auch nicht so reagieren, wie ich zum Beispiel gestern im vorherigen Video. Also, nicht wundern. Ich bin nervenkrank. Ich habe nicht ganz so gute Nerven wie ihr. Also, ich komme schnell auch ein bisschen ins Burnout. Ich habe dann für 2-3 Tage ein bisschen Schmerzen in den Gedanken und so. Aber insgesamt bin ich natürlich viel resistenter und kann das einfach besser ja, einstecken wie ihr. Oder ja, vielleicht ihr nicht, weil ihr ja Pros seid.
ihr könnt alles einstecken, ihr spielt auch alles gerne, ihr habt keine Langeweile, nichts. Ihr habt keine Probleme mit euren Nerven. Alles geht wunderbar. Ich hoff's. Also es freut mich, dass es euch so gut geht. Ich hoffe, es geht mir auch wieder gut. Und ich habe erst jetzt gestern Abend für mich gesehen, diese Krankheit kann extremst schlimm werden. Bettlägerigkeit, Lähmungen, das habe ich schon mal gehabt kurz. Einfach irgendwelche Reize, wie zum Beispiel die Sinne, nicht ertragbar. Und dass man wirklich extrem ausweichen muss den Sinnen. Also wenn jetzt etwas Lautes ist, muss man wegrennen und so Sachen. Und das habe ich nicht so stark, aber ein bisschen habe ich das einfach verstärkt. Also es ist schon so verstärkt, dass man es fast nicht mehr aushält, aber es ist nur wenig. Also es schadet mich nicht so sehr. Und ich hoffe einfach, das geht gut. Oh ja, der Siege Golem hier oben, genau. Der sieht einfach so schön aus, aber er ist nicht mehr stark. Oder ich bin einfach... Nein, ich habe irgendwie das Gefühl, einfach ich kann es langsam, weil er langsam ist. Das Ausweichen, oder? Man muss diesen Gegner halt ausweichen. Ich habe einen verloren. Einen Magier verloren. Das Skelett Magier. Und, okay, ich... Uiuiui, da hat er viel Schaden gemacht, scheinbar. Ich habe noch Skelette verloren. Aber die sind ja nicht so auf diesen Bild spezialisiert. Ja, die muss ich ja bald wieder raushauen. Ich brauche eben diese Exquiniate-Rüstung, die man im Guide auch sieht. Ich zeige euch das gleich nochmals kurz, was ich da... So, jetzt müssen wir zurück noch in den Turm. Exquiniate-Rüstung. Habe ich das richtig jetzt ausgesprochen? Wahrscheinlich doch falsch oder jetzt falsch. Und ich brauche den Dolch und den Ring. Den Ring kann ich relativ schnell dann holen, wenn ich Zutritt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich den Soulfire Bastion in T1 schon schaffe. Ich müsste ihn mehrmals machen. Ich würde ihn gerne jetzt noch holen. Wir schauen einfach nachher, ob es noch jetzt endlich geht, wenn man durchkommt. Genau, die Duration muss ich noch ein bisschen runtersetzen. Dann mit Damage. Nein, doch mit Damage. Area ist oben drüber, das möchte ich aber erst nach dem unten links, nicht das obere, oben links dann, aber das unten links voll machen, dass ich so viele Favoriten möglich habe. Aber eben dieses, wie heißt es? Wo ist es? Infernal Shade, genau, ist halt für Self-Cast doch ein bisschen blöd. Und dann targetet man immer die wichtigen Minions und verliert dann die Minions, die man wichtig findet und lassen. Zum Beispiel den Golem, der hat viel zu große AOE und das Sagen zum Beispiel. Dann brauchen wir noch Harvest und bei Harvest ist es halt wichtig, dass man halt einfach schaut, dass man immer wieder treffen kann wegen dem, heißt es genau, Kill Threshold, glaube ich, oder so heißt es. Dass man zum Beispiel bei 10% Gegnerleben dann den Gegner killt. Mark of Death brauche ich noch. Ja. Aber ich habe, glaube ich, schon zwei Idole von denen. Mal schauen, was größer und stärker ist. Freeze Multiplayer ist drauf. Crazy Cold Resistance ist drauf. Necrotic Resistance. Ich glaube, ich nehme das ohne nicht mit. Ich habe sicher schon einen Crit. Ja, noch. Ich bräuchte vielleicht noch einen Crit. Wo ist jetzt das Teil? Nee, ah, da links. So. Mega winziges Teil, das sieht man ja nicht. Liebe Entwickler, bitte ein bisschen playtesten, wäre nicht schlecht. Bei solchen Sachen, die es schon lange gibt. Hallo. Bitte ein bisschen playtesten. Also, jetzt sind wir hier gerade im Turm. Ich muss euch einfach kurz zeigen. Ich brauche diese Rüstung. Dringendst. Und den Ring, den kann man eigentlich gut holen. Seht ihr das? Also diese Rüstung und der Ring. Die Schuhe habe ich ja schon, aber noch nicht in Legendary. Mit diesen dunkelroten Bonis. Und ja, den Ghostmaker, den muss ich dann irgendwie freischalten. Also zuerst dorthin kommen.
So, der Fractal haben wir auch. Also, können wir noch kurz hier schauen. Also da sind 10, 10, 10, 5, 5. Ist erhältlich. Easy, der Bild. Also, eben. Gegen meine Nerven einen einfachen Bild momentan, damit wir auch das Spiel wirklich vorwärts machen können. Es wurde das letzte Mal ganz oben und dann ist man ganz runter gekommen und man musste nicht mehr runterlaufen. Jetzt muss man plötzlich runterlaufen. Was haben die Entwickler eigentlich da gedacht, dass man jetzt dummerweise nach unten laufen muss? Wenn man nach oben gelaufen ist, hat man trotzdem noch alle Stockwerke gehabt. Aber ich weiß es nicht. Da hat jemand gesagt, ja, aber die Spieler sind zu faul, wenn sie etwas verpasst haben in den Zwischentaschen, kommen sie nicht mehr gut runter. Ja, müssen ja nicht runterkommen, sie müssen hochkommen, wenn sie wieder unten sind. Das ist irgendwie voll blöd gelaufen. Also da wurde nichts gedacht, dass sie das eingefügt haben. Ja, und ich bin ja schon lange Zeit, sorry für ein bisschen Eigenwerbung, also nicht Eigenwerbung, ich bin ja ein bisschen am Entwickeln von einem Spiel und ich bin da nicht so zufrieden, was ich momentan so machen kann. Also ich wollte ein Rollenspiel machen, das wie ein Hack and Slay auch ein bisschen aufgebaut ist, aber ja, in der Ich-Perspektive und da komme ich einfach nicht so draus. Ich möchte eventuell ein Top-Down-Spiel machen, also eins, wo man auch wirklich ranzoomen könnte. Kennt ihr Spellforce 1? Relativ so, aber ein bisschen spannender, ein bisschen schneller. Aber das ist natürlich eine Menge Arbeit für einen einzigen und ja, ich meine, ich liebe Last Epoch, aber kann es einfach nicht so nachbauen. Ich kann Last Epoch nicht gerade als Vorbild zeigen. Es ist anders. Last Epoch ist ein bisschen anders, als ich es will, weil das ist eher auf wirklich das Kämpfen aus. Das ist ja auch top-down. Nur, ja, was kann man aus einer Top-Down-Perspektive noch machen? Ein Strategiespiel. Ist ja auch Top-Down. Aber ich habe in letzter Zeit so viel Spaß an Transport Fever und Railroad Enshiner oder so. Enshiners 2. Und ich möchte einfach so ein bisschen ein Aufbauspiel machen mit Action, wo die Leute, also die KI auch ein bisschen in den Vordergrund gestellt wird. Weil ich gerne an der KI arbeite. Ich bin nicht zu faul, wie zum Beispiel hier Last Epoch, wo die KI nicht so gut hat. Oder ich möchte die KI eigentlich so gut wie möglich ausbauen können. Und das kann ich ja mit Unreal Engine 5.2 relativ gut. Die haben das vereinfacht. Ich will es ausnutzen, aber ich habe noch keinen Plan, wie ich genau das machen soll. Weil ich muss ja auch eine KI als Gegner haben und so, dass die Gegner wirklich etwas machen. Es würde mich auch überfordern. Jetzt weiß ich nicht, oder? Brauche ich Hilfe? Also könnte ich Hilfe gebrauchen? Oder kennt ihr euch einfach aus und könnt mir das ein bisschen lernen? Weiß es nicht, aber ich möchte unbedingt auch ein bisschen, ja, etwas Eigenes machen. Ich will nicht nur andere Spiele spielen, ich will auch eigene Spiele dann Let's Playen und ja, euch ein bisschen die Freiheit gönnen, alles zu wünschen und umsetzen zu lassen und so Sachen. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne da ein bisschen so mit mir diskutieren. Auf Discord zum Beispiel. Der Discord-Forum-Link ist unten in der Videobeschreibung. Jo, und ja, ich werde auch schauen, dass ich da noch den Spendenlink habe. Ihr müsst überhaupt nicht spenden, wenn ihr nicht könnt oder wollt. Aber es kommt gut im Zwecke. Also ich werde ja mehr als 30%, wahrscheinlich 50% auch für ganz gute Zwecke, die mich betreffen und vielleicht euch auch. Also mecfs.de, die haben recht, die brauchen viele Spenden. Das ist meine Krankheit. Und sie gehört zu den häufigsten und schlimmsten Krankheiten dieser Erde. Also sie ist noch nicht häufig. Es sind nur 17 Millionen auf der Welt, momentan noch. Aber die meisten sind nicht erkannt. Die meisten wissen gar nicht, dass sie diese Krankheit haben. Und sie schränkt halt wirklich auch jeden Zocker dann ein. Und
eigentlich jeder Mensch, oder? Aber Zocker können da nicht mal mehr zocken. Das muss extrem schlimm sein, oder? Ich hoffe einfach eben, dass es auch allen weiter nicht wird passieren. Und ich hoffe einfach, ihr könnt da auch sehr gut den Weg auf das Geld geben. Also ich tue gerne für euch mein Geld verwenden. Kann momentan aber nicht so gut. Also vielleicht ein bisschen Geld muss ich von euch dann auch für die Games und Hardware investieren für meine Livestreams dann wieder. Aber jetzt momentan kann ich nicht livestreamen, ich brauche jetzt auch gerade nicht neue Spiele. Es geht schon. Aber ich mach's nicht. Meine Abozahlen stagnieren seit 3 Monaten auf 760. Das reicht nicht, oder? Wenn ihr einfach mir ein bisschen finanziell helfen könntet, eben für gute Spenden auch, wäre das wirklich mega, mega geil. Aber ganz geil. Bei mir werdet ihr zu nichts gezwungen. Also andere sagen ja immer, oh, gib ein Abo oder gib ein Like. Ich sag das nicht. Ich habe jetzt das nur als Beispiel gesagt. Okay, jetzt ist wieder aus der Bock gecrashed. Die tägliche Dauer. Immer abstürzen. Ja, was kann man machen, oder? Ich müsste das ausschneiden können, aber ich habe eben auch kein Programm mehr. Das 2022 Ding Premiere ist weg. Und 2023 will ich mir auch nicht mehr holen. Es ist ja schon Juli bald. Ja. Okay, danke schön, Lars der Buch. Danke schön, dass du so gut läufst. Du bist ein wunderbares Spiel, das immer schön fertig ist. Ich bin so glücklich über dich. Scherz beiseite, aber das ist jetzt gerade wirklich echt nicht gut. Woran liegt es? Es liegt an Windows 11. Und wieso habe ich jetzt Fenstermodus? Hä? Nein, nicht das. Das muss ich nicht aufmachen. Ich bin völlig verwirrt jetzt gerade. Ich tue mal, ja, ich muss schon Fullscreen machen. Streamer-Modus ist auch nicht gut und hat die schlechte Grafik. Was wollte ich machen? Ich wollte einfach den Fenster, also den Vollbildmodus wieder hinkriegen. Ich habe hier unten halt jetzt auch der Balken. Was kann ich jetzt machen? Nochmals beenden. Nein, nicht offline. Weg da.